Hallo Leute und willkommen zurück in Factorio, wo uns die roten Technologiekarten ausgegangen sind. Drum keine Forschung mehr. Und letztes Mal musste ich hier unten etwas Holz klopfen, denn ich hatte keins mehr. Und ich brauche ein paar Strommassen, sonst geht hier ziemlich wenig. Aber letztes Mal konnten wir hier die Schmelze für Eisen und Kupfer fertigstellen und die produziert ganz ordentlich. Aber heute wollen wir uns mal um etwas kümmern, das spezifisch für Crastoria ist. Und zwar können wir Gewächshäuser bauen und Gewächshäuser produzieren Holz. Aber für ein Gewächshaus brauchen wir Holz, aber wir brauchen auch Glas. Und Glas bekommen wir aus Sand, den wir schmelzen, und Sand müssen wir zerkleinern im Zerkleiner. Also, hier oben haben wir ja unsere Steinverarbeitung, unsere Steinschmelze. Und ich denke, darüber machen wir noch eine Schmelze hin. Diesmal für Glas. Und dann können wir dahinter, in dem Gebiet, können wir den Sand herstellen. Denn ich denke, in dem Bereich werden wir dann irgendwann einen Bahnhof haben, wo wir die ganzen Erze anliefern. Wenn die Erzfelder hier in der Nähe aufgebraucht sind. Gut, dann lass mich mal hier etwas Platz schaffen und die Schmelze platzieren, sodass wir dann weiterschauen können mit der mit dem Sand-Input. Die Schmelze ist fertig und ich habe diesmal auch nicht vergessen, das richtige Rezept hier einzustellen. Kohle liegt auch schon an. Und hier auf dieser Seite habe ich ein paar Erzförder für unseren Stein. Und dann habe ich mir da mal zwei solche Maschinen geleistet. Die können wir hier so platzieren und dann ein Greifer rein. Ein Greifer raus. Und dann machen wir das so. Und dann haben wir sogar ein Band, das schön gebalanced ist. Dann brauchen wir eigentlich nur noch Strom. Wir das einfach mal
Und wahrscheinlich werden wir dann zumindest initial gar nicht so viel Glas brauchen, wie wir herstellen. Und wenn wir schon hier sind, können wir doch auch hier das noch fertig machen. Auch wenn wir noch nicht anschließen. So. Und da haben wir das erste Glas. Was brauchen wir sonst noch? Eigentlich nur Glas. Alles andere sollte ich bereits haben. Dann bauen wir uns mal so ein Gewächshaus. Und weil wir können hier mal diesen Mod anschauen, wo wir sehen, wo brauchen wir alles Holz dafür. Für Dünger. Ah. Da bekommen wir Holz raus. Hier haben wir die Verwendung. Und wir haben 32 Dinge, die wir aus Holz machen können. Eins davon sind die Basistechnologiekarten, dann elektronische Schaltkreise, Gewächshaus natürlich, Strommassen, Holzkisten, Koks. Ah, wir können Bäume draus machen. Erste-Hilfe-Koffer. Okay, aber ich denke, die Technologiekarten und die elektronischen Schaltkreise, da werden wir einiges an Holz benötigen. Das heißt, da werden wir das Holz dann auch mit auf den Bus legen. Wenn wir das hier anschauen, dann brauchen wir da Wasser dazu und dann müssen wir das Holz irgendwo dann auch rauslegen. Hier werden wir etwas mehr Dampfmaschinen haben. Das heißt, vielleicht hier unten durch kommen wir mit dem Holz. Das heißt, ich platziere das mal da hinten und dann keine Strommassen mehr. Und hier unten rum gehen wir mit Strom und dann denke ich, machen wir eine separate Wasserleitung hier für das Gewächshaus. Die ist ja für unsere Stromproduktion. Und da wollen wir nicht übereinander kommen.
wir können. Wir das so machen. Legen wir das hier rein. Da brauchen wir nur Wasser. Und ich denke, wir schließen fürs erste Mal Wasser hier hinten hin. Und wir können dann gegenüberliegend können wir auch noch ein zweites Gewächshaus machen. Dann kommen wir hier hoch. Einmal ums Eck, zweimal ums Eck. Ah, hier brauchen wir auch Strom. Und dann brauche ich wahrscheinlich ein paar mehr Fließbänder. Gut. Ja. Das Ganze noch sehr manuell hier mit der Forschung. Fließbänder brauche ich mal Eisen und wenn ich da dann noch ein zweites Gewächshaus will, dann brauche ich noch etwas Glas und unser Fließband hier oben ist voll. Es fehlt an Eisen. Ah, wir können Stahl produzieren. Ich denke, das ist dann möglicherweise was für nächstes Mal. So. Ein weiteres Gewächshaus. Okay, hier kommen wir. Raus und ich leg das nochmal hier unten rum, bis mir die Förderbänder ausgehen. Ja, da kommen wir unten an den an dem Schmelzen raus. Hier haben wir überall noch Material drin. Das wir produzieren. Kupfer und Eisenerz staut sich. Sehr gut. Und dann können wir ja vielleicht doch schon Stein vorbereiten. So,
Strommasten. Hier kommt er. Dann hier. Ziehen wir doch einfach unser Steinband durch. Das muss ja nicht komplizierter sein als so. Dann bekommen wir auch schon Ziegelstein. Dann hier, das wäre dann ja unsere Stahlproduktion. Und dann fehlt es natürlich wieder mal an allem Material. Wahrscheinlich hauptsächlich an Eisen. Ich brauche ein paar Greifarme. Und Förderbänder. Und dann müssen wir uns wahrscheinlich mal überlegen, wie es denn so mit der Produktion von unseren Wissenschaftskärtchen aussieht, denn das hier ist doch sehr, sehr provisorisch. Denke, wenn wir dann auch Stahl für die Schmelze angeschlossen haben, können wir mit dem Bus anfangen, dem Materialbus, und dann werden wir sehen, wo wir hinkommen mit den unseren ersten Fabriken. Und hier für Stahl, das ist ja ein zweiteiliger Schritt. Erst müssen wir Eisen machen und dann aus Eisen Stahl. Das heißt, wir haben hier unsere Eisenschmelze und dahinter machen wir dann noch die Stahlschmelze. Und da oben, das funktioniert natürlich nicht, wenn ich die Öfen nicht eingestellt habe. Gut, dann stellen wir doch gleich die hier mal ein auf Eisen.
wahrscheinlich brauche ich dann auch 24 Öfen mehr. Gut, das war's mit der Forschung. Wir haben hier noch zweimal was für oder gegen unsere Freunde auf dem Planeten. Und dann denke ich, machen wir doch mal hier weiter. Hier weiter. Das kann nicht schaden. Und dann die Filtergreifarme. Die grünen Kärtchen. Und das hier. Und das soll es erstmal gewesen sein von dieser Folge. Nächstes Mal schauen wir, wie wir da hinten mit unserem Bus weiterkommen, sodass wir etwas mehr Automatisierung reinbekommen. Also bis dann und tschüss!